König? Guten Tag, Herr König. Reis am Apparat. Oh, hallo Herr Reis. Schön, dass Sie sich melden. Ja, es ist eine Herr Reis vom Grundbuchamt. Aber Sie wissen ja, zu viel Arbeit. Ich hoffe, Ihnen und Ihrer Frau Gattin geht es gut. Ja, bestens. Ich nehme an, Sie haben gute Neuigkeiten für uns? Sozusagen. Ich habe mich in dem Bereich umgeschaut und da ist etwas ganz Außergewöhnliches, das für Sie in Frage käme. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, da müssen Sie sich bitte an die nette Frau Wagner wenden. Frau Wagner. Kleiner Augenblick bitte. Mit ihr können Sie einen Besichtigungstermin vereinbaren. Hätten Sie vielleicht noch eine Telefonnummer? Ich schicke Ihnen eine E-Mail mit allen Kontaktdaten zu. Super. Vielen Dank, Herr Reis, und wünschen Sie uns Glück. Schatz? Ja? Ja, da scheint es was für uns zu geben. Endlich. Ja. Wir müssen eigentlich die meiste Zeit nur geradeaus. Okay. Das machst du ganz prima, mein Schatz. Wann sind wir endlich da? 85 Kilometer. Noch wie viel? Oh Mann. Ist alles für den guten Zweck. Ja klar, Miss Besonderes. Hey, sei artig, Kind. Ich komme aus dem Heim, ich habe sowas nicht gelernt. Ja, da kannst du gleich wieder unseres gehen. Als schwer erziehbar gehst du ja wohl allemal. Auf in die Deutsche Demokratische Republik, werte Genossen! Oh, Marius, das ist albern, nicht lustig. Genau, nicht lustig. Ich glaube ja, das wird großartig. Ich bin mir ganz sicher, dass es großartig wird. Ich habe mir das nämlich auf Maps schon angeschaut und das sieht alles sehr vielversprechend aus. Normale Leute würden sich freuen, wenn es nicht so aussieht wie auf den Fotos. Normale Leute, ja. Ich meine, seht es euch an. Seht es euch genau an. Das schreit doch förmlich nach Spukhaus. Mit Betonung auf Spuk. Und das, liebe Leute, ist noch nicht mal übertrieben. Das sollte wahrscheinlich eher so zu Gruselzwecken, für Mutproben und sowas dienen. Ist ja super witzig. Ja, ne? Wir sind uns völlig darüber im Klaren, was für ein Zustand diese einst denkwürdige Immobilie ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich meine, ihr wollt sowas, ne? So abgelegen, zum Neubauen und so. Aber das reißt ganz schnell ab und baut was Neues hin. Nee, das reißen wir eben nicht ab. Das ist ein historisches Gebäude. Und wenn du ein bisschen genauer hinschauen würdest, dann würdest du auch erkennen, wie viel Potenzial da drin steckt. Aber dafür fehlt dir wohl mein Blick. Da kann ich nicht widersprechen. Wir warten jetzt erstmal ab, schauen uns das Ganze in Ruhe an. Und dann, Marie, dann kannst du immer noch meckern. Dann sehr gerne, Genosse. Darauf einen Muckefuhr. Da drüben, an der Kneipe. Na, da gibt's doch bestimmt sowas. Bestimmt, mein Schatz. Hallo? Ah, hallo. Ich bin gleich bei Ihnen. Na, hallo. Du bist echt unmöglich. Na was denn? Ich bin Single. Ja, aber der ist doch viel zu jung. Jung? Quatsch. Der ist höchstens 20. Wieso? Passt doch. Hallo. Hallo. So. Da bin ich. Hallo. Na, willkommen. Ja, danke. Wir hätten gerne 3 Kaffee. Und hätten Sie auch Süßigkeiten oder sowas? Ja, also den Kaffee, den kann ich euch ausschenken, aber Süßigkeiten, also ich hätte Kuchen und Erdnüsse. Nee, dann bleiben wir einfach beim Kaffee. Danke. Also, ich nehme die Nüsse. Okay, sehr gerne. Und eine lange Fahrt gehabt? Oder, ja, woher kommen Sie eigentlich? Bitte nicht siezen. So alt bin ich nicht, Marie. Ja gut, ja, sind Sie, also du, bist du nicht, also Marie? Ja, entschuldige, das ist die vorgeschriebene Höflichkeit von meinem Vater und, naja. Ja. Ich glaube, ich nehme dann noch so einen Berliner dazu, bitte. Was bitte? Einen Berliner?
Ach, du meinst Pfannkuchen. Also so heißen die bei uns. Echt verrückt. Bei uns sind Pfannkuchen was ganz anderes. Ja, das ist ja lustig. Ja, wir sind ja aus dem Westen. Ah, siehst du. Ja. Und ihr fahrt Freunde besuchen? Ja, nee. Also wir sind jetzt unterwegs. Sightseeing. Ja, nein, Quatsch. Die Linda hier, die junge Dame, die hat sich in den Kopf gesetzt, ein altes Spukhaus zu kaufen. Eine renovierungsbedürftige Immobilie. Okay, und wo soll dieses besagte Gebäude sein? In hier. Bei Weizleben. Ja. Weizleben. Ja. Da ist ein ziemlich großes Gelände mit einer alten Klinik und das schauen wir uns heute mal an. Okay, also yeah. Interessant. Wieso? Was ist denn damit? Ach naja, das sind halt diese ollen DDR-Kamellen, die man aufbauscht und ach, eigentlich ist da gar nichts dahinter. Ach, das klingt ja fast ein bisschen gruselig. Ja, irgendwie machst du mir Angst. Nein, also so war das nicht gemeint. Du, die Marie, die kann man eben ganz besonders leicht erschrecken. Ne? Ey! Ja, ist doch wahr. Aber neugierig machst du mich auch. Vielleicht könntest du uns mehr darüber erzählen, am besten an besagtem Ort. Was? Wir fahren da nämlich jetzt direkt hin und wenn du Feierabend hast, dann könntest du vielleicht nachkommen. So früher Abend? Also Marie, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so eine gute Idee. Dann könnten wir das Gespräch vertiefen. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, warum eigentlich nicht? Weizleben, das kenne ich und... Ja klar, ich bin dabei. Und hier hast du meine Nummer. Dankeschön. Ja. Bitte. Was kostet denn das jetzt eigentlich alles zusammen, bitte? Mädels, was dauert denn das so lange? Ja, wir kommen jetzt. Also 3 Kaffee, 1 Pfannkuchen und die Nüsse. 8,20. Ich danke dir. Ja. Na dann, bis später. Jan. Schatz, kommst du bitte? Oh, klar. Ist das denn? Super, Marie, echt. Was ist denn los? Was ist los? Ich habe ein Date. Mhm, sagt sie. Sie hat ihren Jungen zu uns eingeladen. Das ist eben typisch, Marie. Das gibt's nicht. Keine 2 Meter über der Grenze und schon sind wir... In einem Paralleluniversum. Hier ist echt die Zeit stehen geblieben. Da vorne. Sieh dir das an. Ich bin schon ganz kribbelig. Bereit zur Einweisung, werte Genossen. Das ist ja mal was. Das ist echt gruselig. Naja, eher einschüchternd. Komm, wir gehen gleich rein und gucken, ja? Nun mach mal langsam. Lass uns erstmal auf die Maklerin warten. Ach Mann, bitte. Nein, ich will keinen Ärger. Außerdem ist eh bestimmt abgeschlossen. Ja, klar. Beeindruckend, Marie. Guten Tag. Oh, verzeihen Sie. Ich wollte Ihnen keinen Schrecken einjagen. Schon gut, nichts passiert. Marie Hollermann. Anneliese Wagner, sehr erfreut, Frau Hollermann. Und Sie müssen Herr und Frau König sein. Hallo, Frau Wagner. Wir hatten den Termin zur Besichtigung. Ja, das weiß ich schon. Wagner, angenehm. Hallo, ich freue mich. Hallo. Haben Sie gut hergefunden? Ja, das war überhaupt gar kein Problem. Die meiste Zeit ging es sowieso geradeaus. Wir sind auch gerade erst gekommen. Und haben auf Sie gewartet. Wo haben Sie denn eigentlich geparkt? Ich parke ganz vorne beim Tor.
Ich hatte Ihr Auto gehört, da bin ich gleich runtergekommen, damit Sie nicht warten müssen. Ich war oben und habe nochmals alles kontrolliert. Noch alle Ratten da sind. Entschuldigung? Ich sagte, das ist gut. Genau, soll ja alles seine Richtigkeit haben. Meine Liebe, was ist denn da passiert? Da ist meine eigene Tollpatschigkeit passiert. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und unglücklich gestürzt, ja. Da habe ich mir den Ellbogen gebrochen. Aber das ist nicht der Rede wert. Klar, vollkommen harmlos. Meine Frau ist hart im Nehmen. Ja, scheint mir auch so. Jedenfalls gute Besserung. Danke. So, ihr zwei Hübschen, wollen wir. Sie sind bestimmt neugierig. Und wie, Frau Wagner? Mein Mann hat alle Mühe, meine Ungeduld zu bremsen. Zum Glück hast du mich als Ruhepol. Ja. Na, dann spannen wir sie nicht länger auf die Folter. Folgen Sie mir einfach. Ach, und achten Sie auf Ihre Schritte. Es liegt einiges an Unrat herum. Und du benimmst dich bitte, Maria. Ja, Mutti. Danke. Ich bin artig. Oh Mann. Erbaut 1902 als Nutzung einer Lungenheilanstalt eine Tuberkuloseklinik. Ihr Betrieb ging im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach weiter. Anfang der 70er fand das Gebäude schließlich Verwendung als psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche. Geschlossen wurde es kurz nach der Wende, also 1990. Seitdem ist es leerstehend. Kommen Sie ruhig, nur nicht so schüchtern. Schauen Sie sich alles genau an. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, haben Sie einen guten Blick über das ganze Gelände. Das hier ist eines der ehemaligen Wohnzimmer. Besser gesagt, Aufenthaltsräume für Besucher. Die in den anderen Stockwerken sind nahezu identisch. Hier ist vieles einheitlich, bis auf Böden und Tapeten. Also das ist wirklich beeindruckend. Ich sehe sowas da zum ersten Mal. Tja, eigentlich ist es ein Jammer. Nach der Wende zogen viele Leute aus dem Ort und keiner wollte dieses Areal weiter nutzen. Wieso? Ist der Ort denn so schlimm? Nein, das bestimmt nicht, nein. Aber Sie wissen doch, für viele DDR-Bewohner war die Bundesrepublik das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließen, ja. Ja, und so zogen die Leute nach und nach weg und keiner wollte mehr was mit dieser Einrichtung zu tun haben. In dem Fall ja auch gut für uns. Nun, es ist halt nicht mehr gut in Schuss. Da kann und will ich Ihnen nichts vormachen, das wäre albern, ja? Aber man kann natürlich auch alles abreißen, falls Sie nur ein Nein. Grundstück interessiert. Wir werden hier gar nichts abreißen, auf gar keinen Fall. Ja gut, das wäre ja dann Ihre Sache, ja? Nein, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, damit könnten wir ganz gut arbeiten. Damit arbeiten? Was haben Sie denn mit dem Bau vor, wenn ich fragen darf? Natürlich dürfen Sie. Also, mein Mann und ich, wir möchten gerne hier alles renovieren und dann wieder ein Kinderheim daraus machen. Für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche. Ja, und eben solche aus Problemfamilien. Wir wollen das ja auch schon ziemlich lange, so eine Einrichtung eröffnen. Allerdings ist es ziemlich schwierig, in Braunschweig oder Umgebung so etwas zu finden. Wenn, dann ist es nicht bezahlbar. Ach, dann sind Sie Sozialarbeiter? Ja, Sozialpädagoge. Genau, ich auch. Also fast, ich bin gerade so im letzten Semester. Und gerade diese abgelegene Lage, das wäre ganz ausgezeichnet für unser Vorhaben. Absolut. Denn es ist wünschenswert, dass die Jugendlichen nicht direkt bei ihren Eltern leben oder in der Nähe leben. Mhm. So können sie dann eine gesunde Distanz entwickeln. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen hier, ja? Das klingt ja wirklich irgendwie toll. Ein sinnvoller Verwendungszweck. Auf jeden Fall. Ja, und das könnte auch ein schönes Heim werden bei Erhalt der Gebäude. Ich möchte nicht indiskret werden. Sie scheinen doch recht jung zu sein. Und Sie möchten so ein großes Objekt kaufen.
Das ist ungewöhnlich. Nun, es ist schwierig, so viel Geld anzusparen. Da haben Sie ganz recht, ja. Ja, aber glücklicherweise kann man gerade hier im Osten einiges an Fördermitteln und Subventionen erhalten. Ja. Aus diesem guten Stück lässt sich sicher prima was zaubern. Bestimmt. Ein Strafstuhl für unerzogene Kinder vielleicht. Naja, klingt lustig. Ja, sie macht natürlich nur Witze. Also diese ganzen Reste, die kommen natürlich raus. Ja, Sie schauen sich am besten noch ein wenig weiter um, bevor wir Nägel mit Köpfen machen, ja? Gerne. Und wir reden dann auch noch mal über den Preis? Reden gerne, aber das war's. Nein, natürlich machen wir das. Gehen Sie einfach mal weiter. Links den Flur runter finden Sie eine der Küchen und die Schlafzimmer. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit ein bisschen Propaganda. Oh, gerne. Das steht dir super. Du wärst bestimmt ein ausgezeichnetes FDJ-Mädel gewesen. Ja, das glaube ich aber auch, du. Haben Sie recht? Oh, jetzt habe ich Sie schon wieder erschreckt. Tut mir leid. Schon gut, ich wollte nichts kaputt machen. Ach, Ivo, ist doch in Ordnung. Bei Spielzeugen mit einer Schnur kann kaum jemand sie nicht aufziehen. Sobald man eins sieht, will man es spielen hören. Die haben so eine Anziehungskraft. Ich konnte auch nicht widerstehen. Hab schon mal aufgezogen. Es klingt wirklich schön. Für das Kind in uns. Ich habe den Sandmann früher geliebt. Nach der Sendung konnte ich immer gut schlafen. Okay. Und Sie, Frau Hollermann, was haben Sie so geguckt? Sesamstraße. Ja, natürlich. Ich gehe dann mal wieder zu den anderen. Tun Sie das. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Nun, was sagen Sie? Also Frau Wagner, dieses Haus ist ein absoluter Traum. Also diese Stadt. Es ist eigentlich ganz nett. Na, Herr König, das Revidieren lassen Sie mal hübsch bleiben. Diese Tricks funktionieren bei mir nicht. Sie mögen dieses Objekt. Und zwar sehr. Ja, Sie haben ja recht. Wir lieben es. Ja, verdammt. Klar. Machen Sie sich keine Gedanken.
Ich mache Ihnen einen guten Preis. Wirklich. Ich gehe ein klein wenig runter, weil ich Sie mag. Also das ist wirklich großartig von Ihnen. Vielen Dank. Also, Sie kaufen es. Ich schätze ja. Ich meine, wir haben zwar erst ein Stockwerk gesehen, aber bei diesem Zustand erwarten uns eh keine bösen Überraschungen mehr. Also, ja, wir werden es tun. Ja, wir kaufen es. Ja. Gratuliere ich nochmals ganz herzlich. Es scheinen wirklich das Richtige für Sie gefunden zu haben. Haben Sie denn die Unterlagen dabei? So gut wie. Den Vertrag kann ich direkt aufsetzen und Sie können sofort unterschreiben. Für den guten Preis natürlich. Sagen Sie, Frau Wagner, stimmt es, dass man sich Geschichten über diesen Ort erzählt? Insbesondere dieser Klinik? Was meinen Sie? Wir haben Leute reden gehört, dass ja, hier irgendwas Schlimmes passiert sein soll. So? Marie, was soll denn das? Hör auf mit dem Quatsch. Entschuldigen Sie, Frau Wagner, aber jemand im Dorf hat dir irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt. Ach, meine Liebe. In Dörfern und Kleinstädten gibt es immer Geschichten. Und die wenigsten davon sind wahr. Aber was Sie sicher meinen, ist eine von den üblichen DDR-Skandalgeschichten. Sie wissen doch, der Staat bot und bietet viel Stoff für allerlei Spekulationen, die aufgebauscht werden. Boulevardblätter helfen dabei. Aha. Ja, sehen Sie, Honecker, NVA, Stasi, Kliniken, da blüht die Fantasie. Das Wenigste deckt sich mit der Wirklichkeit, die ist für viele Leute zu langweilig. Deshalb machen Sie sich keine Gedanken. Hier ist nichts passiert, nicht mehr als in anderen Teilen der ehemaligen DDR auch. Ich war bloß neugierig. Kein Problem. Also, Herr König, wollen Sie mal schauen? Gehen wir den Vertrag zusammen durch. Gern. Du kommst jetzt mal mit. Was soll denn das wieder eben gerade? Ist echt unmöglich, weißt du das? Mir ist das alles einfach nicht geheuer. Der Bau ist einfach furchtbar. Oh, wollt ihr das wirklich kaufen? Ja. Und genau darüber haben wir ja auch schon oft genug geredet. Weißt du, und du bockst rum wie so ein kleines Kind. Weißt du, Marie, das hier ist nicht für dich. Das ist für Marius und mich. Und für die Jugendlichen natürlich. Ja, das mag ja sein. Aber hast du dir mal das eine Kinderzimmer angeguckt? Das sieht aus wie ein Horrorzimmer. Du übertreibst. Außerdem renovieren wir ja alles. Also jetzt auf zu dramatisieren, ja. Ja, diese Frau Wagner, die hat sie auch nicht mehr alle beisammen. Wieso denn? Die ist total nett. Oh, ich war vorhin ganz kurz mal alleine mit ihr. Schleicht sich an wie so ein Gespenst und labert mich dann voll von wegen, dass sie das Sandmännchen früher mal geguckt hat. Das Sandmännchen, das ist nicht witzig. Das ist lustig. Nein. Und jetzt sei bitte wieder normal. Ja, ist doch ein Grund zur Freude. Dein Geld kommt gleich. Ja, stimmt. Überzeugt. Meine Belohnung. Ja. Bitte sehr. Sie sind nun Eigentümer. Sehr schön. Nochmal Gratulation. Ich hoffe, Ihr Traum erfüllt sich. Ganz bestimmt, Frau Wagner. Ich verabschiede mich dann. Vielen Dank. Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bei mir. Auf Wiedersehen, Frau Wagner. Oh, ganz bestimmt. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Tschüss, ihr zwei Hübschen. Ja. Tschüss, Frau Wagner. Tschüss. So. Nun kann es endlich losgehen. Marius, buchst du uns schon mal ein Hotel? Nicht, dass wir hier am Ende noch übernachten müssen. Los nicht. Naja, warte du mal auf dein Date, Marie. Linda und ich gucken uns den Rest an. Genau, das klingt nur fair.
Diese Etage? Klar. Eine ist so gut wie die andere. Entschuldigung, Sie können hier nicht bleiben. Sie müssen gehen. Wieso das denn? Bist du hier der Hausrat, oder was? Das bin ja wohl ich. Was? Sie können hier nicht bleiben. Das ist jetzt unser Haus. Ja, wir haben es gekauft. Alles. Ach, scheiße, nee. Das tut mir ja auch leid. Aber Sie können hier nicht bleiben. Ich bin hier der Hausmeister. Schon immer. Ich war nur kurz und Sie sehen ja, wie dann an vor die Hunde geht. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Sie sind Hausmeister? Hat Sie jemand angestellt? Bitte feuern Sie mich nicht. Ich kann doch nichts anderes. Das tut mir ja auch leid, aber wir haben Sie nicht angestellt. Wir müssen jetzt erstmal selber schauen, was wir machen. Ja. Aber Vorschlag. Wenn uns hier irgendwas einfällt, dann melden wir uns bei Ihnen. Ja, geben Sie mir doch einfach Ihre Nummer und dann schauen wir mal weiter. Setzen die mich einfach auf die Straße. Scheiß Kapitalist! Auf die Straße! Du musst doch hier sauber machen! Jetzt? Ob es noch mehr von denen gibt? Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Scheißdreck. Was denken wir eigentlich, wer sie sind? Scheiß Kapitalisten. So nicht, liebe Leute. So nicht. Ich bleib schön hier. Es ist meine Arbeit. Meine! Wir kann man ja auch schön sauber machen. Bleib ich halt hier. Wohnst du etwa hier? Haben sie dich auch verjagt? Macht ja nichts. Kannst ruhig hier bleiben. Hier ist ja genug Platz. Sind ja alle ausgezogen. Kannst dir ein Zimmer aussuchen? Thank you.
verdammte Scheiße ist. Ich glaube, ich drehe am Rad. Wird das jetzt zum Volkssport oder was? Ja, was denn? Leute erschrecken. Warum macht das denn heute jeder mit mir und wo kommst du überhaupt her? Naja, von da hinten. Jetzt komm schon, das war doch nur Spaß. So zur Einstimmung. Zur Einstimmung, na danke. Mein Bedarf ist heute gedeckt. Naja, ich dachte, ihr wolltet die Geschichte von diesem Ort hören. Ja, aber das hast du jetzt echt versaut. Wirklich? Nein, Quatsch. Und wenn du mich so anschaust, dann kann ich dir überhaupt nicht böse sein. Ja, aber... Siehst du? Wow, das ist echt toll. Gleichfalls. Komm, jetzt suchen wir uns ein lauschiges Plätzchen und du erzählst mir die gar schreckliche Geschichte von diesem Ort. Okay. Den will ich sehen, komm. Nein, und warte doch erst mal. Sonderlich sicher sieht das Ganze nämlich nicht aus. So ganz ohne Licht. Angsthase. Ach, von wegen. Ich pass schon auf, komm. Ja, sprach meine Frau, bevor sich ihren zweiten Arm brach. Oh, jetzt hör aber auf. Ich kann auch vorgehen, wenn du willst. Nein. So. Ich gehe ja schon. Schon krass, das Gebäude. Ja, also ich finde es furchtbar. Aber ist ja nicht für mich. Ja gut, ich kenne es auch nur von außen und von den Erzählungen her. Na, jetzt erzähl mir schon die Geschichte. Spann mich doch nicht auf die Folge. Vorsicht, Schatz. Stopp auf alle. Ich passe auf. Na, das kann gut sein. Eine aktuelle Tageszeitung ist es jedenfalls nicht. Wolltest du nicht was erzählen? Du lässt mich ja nicht. Na gut, die Kurzfassung bitte. Okay, ich versuch's. Also, die Geschichte beginnt wie viele aus der DDR. Stasi war ja nicht untypisch damals. Vater, Mutter und ihre Tochter, die kleine Sonja. Der Vater wollte Hals über Kopf aus der DDR fliehen. Wurde aber von der Stasi abgehört und kurze Zeit später auch hochgenommen. Schau mal, da ist ein Ordner. Mhm. Über Kopf gewagt. Er wurde aber an der Grenze erschossen. Die Mutter kam dann in Sippenhaft und Sonja in eine psychiatrische Klinik aufgrund angeblicher Aufsässigkeit. Du meinst? Genau. Hierhin. Sonja Engel, zu uns gestellt am 13.10.1988, wurde in das Zimmer 7 verlegt. Das Mädchen ist auffällig, zeigt sich unkooperativ und redet nicht. Es wird empfohlen, die intensive Betreuung durchzuführen. Hier muss es schrecklich gewesen sein. Die Zeitungen berichteten nach der Wende viel Schlimmes darüber. Misshandlungen waren wohl an der Tagesordnung. Doch nicht nur diese. Angeblich wurden mit den Kindern auch bezahlte Tests mit unbekannten Westmedikamenten durchgeführt. Die intensive Betreuung der Sonja Engel wurde von Genosse Mertens genehmigt.
Beginn der Betreuung soll am 10.11.1988 erfolgen und wird vorerst auf einen Monat begrenzt. Wir erwarten eine erfolgreiche Behandlung. Sie muss eines Tages hier gestorben sein. Die einen erzählen, sie sei durch die Medikamententests gestorben. Andere wiederum, sie hat Selbstmord begangen und ist aus dem Fenster gesprungen. 14.11.1988. Bedauerlicherweise kam es am heutigen Tage zu einem tragischen Zwischenfall. Nach der Gabe des Medikaments ATCX11 traten als Nebenwirkungen unkontrollierbare Zuckungen mit anschließendem Kollaps auf. Nachdem der betreuende Arzt Dr. Seelmann... Mist. Nee, ab hier kann ich gar nichts mehr erkennen. Nee. Also man liest ja immer so viel darüber und hört auch so viel, aber das jetzt mit eigenen Augen zu sehen, das ist echt, das ist... Das ist schlimm. Dass Menschen sowas tun können. Ich will, dass das als erstes rauskommt, wenn wir aufräumen, ja? Da habe ich absolut nichts gegen einzuwenden. Okay. Komm, ich nehme mal den Ordner. Ja. Fangen wir damit an. Das war ja noch nicht alles. Kurz nach der Wende passierte hier ein Mord. Ein Mann wurde mit durchgeschnittener Kehle gefunden. Die Zeitungen berichteten alle darüber. Der Ort war völlig aus dem Häuschen. Krass. Die Polizei fahndete monatelang, doch der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Einige Einwohner berichteten, dass sie hier eine Gestalt gesehen haben. Eine junge Frau, die aus dem Fenster starrt. Die Berichte darüber häuften sich. Und so bekam die Klinik ihre Legende aufgedrückt. Du meinst das? Genau. Der Mythos von der kleinen Sonja, die in ihr Zimmer zurückgekehrt ist. Dem Ort des Verbrechens. Sie wohnt wieder hier und hat den Mord begangen. Eine verlorene Seele, die sich an der Gesellschaft rächt. Einige sagen, sie sei ein Geist. Andere wiederum, sie sei aus Fleisch und Blut. Hat das Ganze überlebt und konnte fliehen. Stopp. Ernsthaft jetzt? Das ist doch bescheuert. Ich hab doch gesagt, olle DDR kam in. Aber das ist nun mal die Geschichte dieses Ortes. Da hat aber jemand eine blühende Fantasie gehabt. Wer weiß. Vielleicht ist sie hier. Jetzt. In diesem Moment. Beobachtet uns. Du willst nicht mit mir schlafen, oder? Wie? Na, wenn du immer so datest, dann hast du noch nie eine Freundin gehabt. Du solltest ganz schnell aufhören. Jetzt bin ich aber auch ganz schön müde. Ja, ich auch. Es war auch ein ganz schön langer Tag. Ja. Was hältst du denn davon,
wenn wir jetzt ins Hotel fahren. Hm? Sofern Marie fährt, ist es natürlich. Ach, Marie. Die hatte doch jetzt genug Zeit. Und wenn nicht, dann kann ihr komischer Freund sie bestimmt nach Hause fahren. Was ist denn los? Nimm es mir nicht übel, aber ich glaube, so wird das nichts. Sorry. Warum? Ich glaube, ich bin dir einfach ein bisschen zu forsch. Ich bin manchmal ein bisschen egoistisch, tut mir leid. Ja. Wolltest du nur Sex? Ja, klar. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, wir lernen uns erstmal besser kennen und gehen es langsam an. Oh, Süßer. Ich mag dich ja auch. Sag niemals nie. Okay. Pass auf. Wir sind ja noch ein Weilchen hier. Wir haben ein Hotel gebucht und da bleiben vielleicht dann noch einige Nächte für... Sex. Ja, für Sex. Ganz sachte und behutsam. Und für besser kennenlernen. Was sagst du dazu? Das finde ich bombig. Bombig. Ja, ist klar. Ich werde jetzt erstmal schauen, wo Marius und Linda sind. Nicht, dass die ohne mich wegfahren. Vielleicht kannst du ja mitkommen. Das wäre super. Ist sie ja. Tada! Und Spaß gehabt? Ich genieße und schweige. Schön, schön. Sag mal, können wir Jan eigentlich mitnehmen? Das wäre echt toll. Klar. Aber nur, wenn er nicht in unserem Zimmer schläft. Wo ist eigentlich Linda? Linda? Na, die sucht dich eigentlich. Ich werde sie mal anrufen. Marie? Ja, Schatz? Okay, gut. Alles klar, dann komme ich jetzt runter. Bis gleich. Was? Wer sind Sie? Warum brauchen die denn so lange? Du, ich gehe mal eben Jan holen. Vielleicht treffe ich ja Linda unterwegs. Okay.
doch super, oder? Jan? Jan! Jan? Jan? Linda! Jan? Haha, sehr lustig. Jetzt hättest du mich fast gekriegt. Komm raus, du Blödi. Jan? Hilfe! Meine Frau, sie ist sehr schwer zu verletzt. Hier ist überall Blut. Ich brauche Hilfe. Bitte beruhigen Sie sich, wir schicken sofort jemanden. Wo sind Sie? Hier in dem alten Gebäude, in der Klinik, in Weißleben. Hallo? Hallo? Hilfe! Marie! Marie!
Marie! Marie! Ist alles okay? Ich hatte vergessen, Ihnen die Ersatzschlüssel zu geben. Was und Schlüssel? Wir müssen mit der Tür sofort. Wer Ihnen alles mit? Großer Gott! Schnell! Oh, Scheiße! Die Schlüssel! Kommen Sie! Wir nehmen meinen! Warum halten wir an? Warten Sie. Wo ist denn Ihr Auto? Ich muss kurz zu Atem kommen. Großer Gott, was war das gerade? Wer war das? Ich könnte es Ihnen jetzt erzählen, aber es würden Sie mir sowieso nicht glauben. Was? Die Geschichte ist viel zu lang. Kommen Sie, wir müssen weiter. Da haben Sie ja Glück gehabt, was? Ich meine, da haben wir Glück gehabt. Wie bitte? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich diese Mörderin glatt für Sonja Engel halten. Sie wissen schon... Die aus der Legende. Woher wissen Sie davon? Ach, die Geschichte kennt doch jeder hier. Die Frage ist vielmehr, woher wissen Sie davon? Ich habe es Ihnen ja nicht erzählt. Ja, das. Ah, verstehe schon. Das war bestimmt Ihre Dorfbekanntschaft. Kleine Mistkerl. Egal, ist eh hinüber. Frau Wagner. Ja, Frau Hollermann. Was ist denn? Oh, Sie sehen blass aus. Ist Ihnen das Erlebnis so auf den Magen geschlagen? Sie haben es ja bald hinter sich. Für immer. Sie sind doch wahnsinnig. Sie irren, meine Liebe. Sie ist die Wahnsinnige. Sie sind wirklich zäh. Das muss ich mit vollem Respekt anerkennen. Warum tun Sie das? Ach, Frau Hollermann, eigentlich ist es ganz einfach. Wie bei vielen Dingen im Leben geht es um Geld. Es geht immer ums Geld. Geld? Welches Geld? Um dieses Geld. Viel Geld. Wie meinen Sie das? Es hat sich eher zufällig ergeben. Ich bekam dieses Objekt in die Hände. Ich war so gar nicht begeistert, wie Sie sich denken können. Dann aber kam die liebe Sonja ins Spiel. Ich war in ihrem Zimmer. Und so knuffig der Sandmann auch ist, ich fand etwas viel Besseres. Nein, Sonja, deine Pflicht ist noch nicht getan. Ein Foto? Darf ich vorstellen, Familie Engel. Ein schöner Schnappschuss, nicht wahr?
habe ich gefunden. Sonja fand das natürlich gar nicht gut. Das Foto ist ihr sehr wichtig, wissen Sie? Um genau zu sein, das Wichtigste auf der Welt. Das Einzige, was sie noch von ihren Eltern hat. Zumindest nehme ich das an, so wie sie sich verhält. Sie redet ja nicht. Nach den ganzen starken Medikamenten, die man ihr verabreicht hat, ist sie allgemein etwas, nun sagen wir, verwirrt und mit Nachteilen gesegnet. Und Sie haben ihr gesagt, bring alle um? So simpel jetzt nicht. Aber den Kern trifft es, ja. Ich habe also das Gebäude an einen Herrn verkauft, und zwar für viel Geld. Ich sagte Sonja, einfach so zum Testen, sie solle ihn loswerden. Und zack, Kehle durch. Sie waren das. Ich? Nein, Sonja war das. Wie sie es macht, diktiere ich ja nicht. Aber wie haben Sie das? Ach, der Rest war reine Formsache. Ein paar juristische Schlupflöcher und, sehr wichtig, ein paar Verbündete. Die Gemeinde Walsleben, das Grundbuchamt, alle geschmiert, bis hin zur Polizei und zum Notruf. Ja, hier hält man noch zusammen. Lange gab es keine Interessenten mehr, bis Sie dann kamen. Sie dürfen raten, was ich als Nächstes mache. Sie sind doch vollkommen wahnsinnig. Damit werden Sie nicht durchkommen. Sonja, sie spielt doch nur mit dir. Sie benutzt dich für ihren eigenen Profit. Lass das nicht zu. Süß. Sonja, bring sie um. Ich fand sie ja ganz sympathisch. Ich mag dieses Freche, Rebellische. Das ist wichtig in einer Ellbogengesellschaft. Aber Sie müssen verstehen, dass Sie sich verabschieden müssen. Sonja, bitte. Hör mir zu. Du musst das nicht tun. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was dir passiert ist. Ich weiß, was du denkst. Ich kenne deine Geschichte. Ich bin auch aufgewachsen ohne Eltern. In einem Heim. Ich weiß, wie du dich fühlst. Sonja? Was soll das? Bring sie um. Nein, Sonja. Hör nicht auf sie. Lass sie aus dir nicht das Monster machen, das alle in dir sehen. Sonja, ich warne dich. Wenn du nicht sofort tust, was ich dir sage, verbrenne ich das Foto. Ich schwöre es dir.